Hallo, liebes Publikum und grüß euch, liebe Freundinnen und Freunde von Wachhablich. Wie wir alle merken, seit ein paar Tagen bzw. Wochen kehren wir ganz vorsichtig und Schritt für Schritt in den Alltag zurück. Die Geschäfte und die Gastronomie sperren wieder auf. Aber leider Gottes muss man sagen, dass seit dem großen Lockdown die Kultur in Österreich vollkommen zum Stillstand gekommen ist. Wir Musikerinnen und Musiker sind gezwungen, daheim im Wohnzimmer mit Ohrstöpseln in den Ohren zu proben, und ein gemeinsames Spiel ist ohnehin nur über Online-Plattformen derzeit möglich. Aber wisst ihr, Musik ist mehr als ein paar Noten. Musik ist mehr als die gespielten Töne. Musik braucht da Beziehungen. Beziehungen ganz unterschiedlicher Art, wie zum Beispiel die Beziehung des Musikers zu seinem Instrument oder die Beziehung zwischen den Musikern auf der Bühne und ganz besonders die Beziehung der Musiker zum Publikum. Wisst, es gibt nichts Schöneres, wenn du auf der Bühne stehst und du schaust oben und das Publikum gefreut sich, lacht, tanzt und applaudiert, weil man einfach unbeschwerte Stunden schenken kann. Und diese besonderen Beziehungen sind vertont worden. Und zwar in einer ganz wunderbaren Polka, die da heißt Beziehungskistl von Sebastian Högelauer. Die Musiker von Wachhablich haben in mühevoller Arbeit, auch mit den Ohrstöpseln in den Ohren, diese Polka für euch eingespielt und treten nun auf die virtuelle Bühne. Wir schicken euch mit Beziehungskistl ein paar Minuten Blasmusik mit Leidenschaft. Tanzt's daheim im Wohnzimmer, klatscht's mit und macht's euch einen Gespritzten auf. Wir freuen uns auf den ersten richtigen Frühschoppen. Wir freuen uns auf das erste richtige Konzert. Aber ganz besonders freuen wir uns auf unser echtes Publikum. Alles, alles Liebe. Bitte bleibt's gesund und jetzt viel Spaß mit Wachhablich und der herrlichen Polka Beziehungskistl. Pfiat euch! Thank you.